Hey Leute, heute möchte ich mich mal mit Abonnenten, mit Videoaufrufe und Wiedergabeminuten von Abonnenten und von Nutzer ohne Abos befassen. Abonnenten habe ich hier 9.628 Aufrufe, 29.698 geschätzte Wiedergabezeit. Jetzt wenn ich gehe auf Nutzer ohne Abo sind es viel mehr, 55.200 und 127.801. Ich habe das Ganze hier mal zusammengerechnet, das zeige ich euch jetzt mal. So, ich habe hier die Videoaufrufe von 28 Tagen von den Abonnenten. Das wären 9.628 Aufrufe und 29.698 Minuten. Und die, die mich nicht abonniert haben, von 55.200 Aufrufe und 127.801 Minuten. Gesamt sind es dann 64.828 oder 157.499. Jetzt habe ich mal gerechnet, was das in Prozent ist. Also die Abonnenten, die machen bei mir 14,85% aller Videoaufrufe aus oder 18,86% aller Wiedergabeminuten. Also die Abonnenten, die schauen die Videos bei mir etwas länger als diejenigen, die mich nicht abonniert haben. Da bin ich bei 85,15% der Aufrufe oder 81,14% der Wiedergabeminuten. Was auffällt von den Wiedergabeminuten, sind die Abonnenten treuer, die gucken die Videos länger als die ohne Abo. Aber insgesamt gucken meine Videos fast nur Leute, die mich nicht abonniert haben, nämlich 85,15% und die Abonnenten 14,85%. Demnach sollte ich den Abonnenten vielleicht gar nicht mehr so viel Gewicht geben. Aber ich gucke jetzt mal, wie das früher ausgesehen hat. Jetzt das Ganze mal für 2014. Das schaut sogar noch krasser aus. Allerdings, ich habe die Zahlen von YouTube. Die Abonnenten und die Uni-Abo, die stimmt. Also ganzes Jahr 2014, 90.402 Aufrufe durch Abonnenten. Und 729.205 Aufrufe die von Leuten, die nicht abonniert haben. Und hier 315.436 Minuten. Und 1.624.011 Minuten, wobei die YouTube sagt Gesamt 194.039, allerdings ist es nicht ganz so viel. Daher glaube ich, dass YouTube sich 2014 leicht verzeiht hat. Macht aber nichts. Ich rechne mal die Prozentwerte aus. Die Aufrufe hier von den Abonnenten macht 11,03% aus von den Gesamt. Und die Wiedergabeminuten 16,26. Die Minuten sind ein bisschen mehr als die Aufrufe. Prozentual. Und von den ohne Abo sind es von den Aufrufen 88,97%, die Videos aufgerufen haben und kein Abonnent war, und 83,71% Wiedergabezeit. Aber für 2014 schaut es noch krasser aus als jetzt für 2015 oder als jetzt für die letzten 29 Tage, wo ich errechnet habe. Demnach kommen die meisten Videoaufrufe bei mir nicht von den Abonnenten. Von den Abonnenten hier gerade mal 11% und ohne Abo 88,97%. Und wenn ich dann das andere wieder anschaue, das ist jetzt nur die Statistik der letzten 28 Tage. Da habe ich 14,85% der Aufrufe durch Abonnenten und 85,15% Videoaufrufe von Leuten, die mich nicht abonniert haben.